So, dann wollen wir doch mal zu dem Drachenfelsen. Ich glaube, wir müssen da einmal komplett hoch. Müssen wir aber erstmal schauen. Ist schon ein bisschen länger her. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss erstmal schauen, wie das genau war. Okay, das war der böse Schlag. So, was haben wir hier noch? Ja, auf alle Fälle wurden in der letzten Folge wurde das Kind entführt. Er scheint irgendein Auserwählter zu sein. Da müssen wir nochmal genau schauen, wie wir das am besten handhaben. So weit springen, okay. Ah, okay. Ah, okay, der macht das von ganz alleine. Genau, das Schweinchen konnte sich ja verwandeln, ähnlich wie halt Pool oder Along. Also Along wäre es wahrscheinlich im Dragon Ball Universum. Wie gesagt, die Geschichte Reise nach dem Westen ist ja angelehnt oder ist ja die Vorlage gewesen von Dragon Ball. Und von daher passt das eigentlich schon ganz gut. Was haben wir hier eigentlich für einen Schrein? Ne, was ist denn das? Irgendeine Geschichte wird da erzählt. Die vier Unheilkarte. Früher haben Trolle das Land terrorisiert. Keine Waffe konnte ihnen etwas anhaben. Vier mächtige Trolle bekannt das als die vier. Okay. Vier Gegner-Trolle, also eine Art Trolle. Aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass irgendwas in Dragon Ball da übernommen wurde mit. So, ist mir eine blaue Kiste am Start hier. Oh, eine Karte. Nee, doch nicht. Beschreibe den Palast von Wings Chu. Shun Wang hatte sich intensiv vorbereitet, bevor er die vier bekämpfte. Teil dieser Vorbereitung war der Palast von Qing Chu. Eine schwebende Festung, die mit Hunden in Sinn entworfen wurde. Hund-un. Entweder Hund-und oder nicht. Lakritze. Kann ich gar nicht lernen. Lakritze ist... Ja, schmeckt. Schmeckt auf alle Fälle nicht. So, wir aktivieren mal die Glocke. Mal sehen, was passiert. Was ist das für eine Glocke? Riecht nach Magie. Vielleicht sollte ich sie auch ein bisschen läuten. Ja, läute mal die Glocke. Läute die Glocke, Junge. Hau mal rauf da. Bam. Mal sehen, was passiert. Ah, okay. Die können wir gebrauchen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Wahrscheinlich haben die auch ein Heizbarkeitsdatum. Oh, einfacher hätte es nicht sein können. Er hätte ja auch eigentlich rüberfliegen können, ne? Also er kann sich ja als Mücke oder was es da ist, Fliege, Mücke oder sowas, kann er sich ja verwandeln. So, wir kommen in einen neuen Kartenabschnitt. Wut. Bist du wütend, kannst du bestimmte Aktionen ausführen. So. Hier, was sollen all diese seltsamen Säulen? Na, das ist die Frage, ja. Oh. Verschon mich. Ein Gegner. Boah, drück immer. Bleib liegen. Konnte man nicht... War denn das mit dem... mit dem Ausweichen? Ah, okay, das war so. Okay. Boah, das ist schon so lange her. Oh, okay. Ja, wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her. Okay, das war gar nicht so gut, ne? Boah, wieder erwischt. Das ist ja witzig. Hm. Vielleicht habe ich auch einfach so lange gewartet. Aber auf alle Fälle, ich bin vorhin immer im Bett. Kann aber auch sein, dass man hier zweimal ran muss. So, den haben wir. Das war's. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Karte ist ja nicht am Start, glaube ich. Doch. Ah, wir haben auch eine Karte. Ah. Okay, da hinten können wir noch hoch.
schauen wir doch mal. Ach, guck mal. Aber man kommt hier gar nicht hoch. Doch. Ich wollte schon rein, hä? So. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja, und letzte Folge hatten wir ja auch endlich diese Kette. Und er macht... Oh, guck mal her hier. Ja, und letztes Mal hatten wir, wie gesagt, auch die Ketten eigentlich von seinem Armreif gesprengt. Also er müsste eigentlich über seine ganzen Fähigkeiten verfügen jetzt. Aber er war trotzdem noch nicht stark genug, um gegen den Bösen zu bestehen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie der ist genau. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Das müsst ihr mir jetzt ein bisschen verzeihen, ne? Also, ja. Ah, haha, lol. Ich wollte einfach nur mal so gegenhauen, ob da überhaupt irgendwas drin ist. Aber ein Erdgold ist da drin. Das ist natürlich nice. So, gut, dann haben wir das auch abgegrast. Dann holen wir uns hier noch die Blumen. Goldwurzel. Und dann schauen wir mal. Ah, hier ist nichts. Na, wo ist er denn? Ah, guck mal, hier Pilz. Okay. Aber sonst... Sonst ist da nichts, ne? Da unten ist auch nichts. Ich möchte jetzt auch nicht runterspringen. Nicht, dass wir... vom Weg abkommen. Aber da scheint es irgendwie lang zu gehen. Hm. Ah, hier kann man hoch, okay. Ist nichts. Aber hier. Ja, es war ein bisschen offensichtlich, ne? Also der Erdgott war schon ein bisschen offensichtlich. Das war schon sehr offensichtlich. Goldwurz. So, was haben wir da hinten? Da können wir auch nochmal reinschauen. Ach, guck mal. Ist das was Neues? Nee. Ginseng. Oh, guck mal, hier ist noch ein Erdhaufen. Ah, das ist ganz schön viel, ne? Auf dieser Ebene jetzt ist ganz schön viele Erdgötter unterwegs. Das trifft sich ja gar nicht so schlecht. So, da hinten. Ja, hier, glaube ich, ist nichts. Und da haben wir nochmal eine Steintafel. Die uns wahrscheinlich jetzt gleich weiter die Geschichte erzählt. Über die vier Trolle. Oder über, ja, über die vier Trolle. Die damals das Land... unterjocht haben. So, die vier Unheilkarte. Die vier wollten Macht und Unsterblichkeit, dazu plünderten und zerstörten sie willkürlich alle Ortschaften. Okay. Die vier. Ich komme aber nicht drauf, was das Dragon Ball das auch irgendwie aufgenommen hat mit den Vieren. Die vier. Schlachtplan. Befehle von Shungong oder Shungwang, um der Bedrohung durch die vier zu begegnen. Anhänger entwickelt durch Amulette gelenkte Talisman-Soldaten. Apotheker bildet Huyangs Geheimnis nach. Ja. Schmiede und Zauberer baut Waffen und Rüstung voller Magie. Enttäuscht mich nicht. Okay, also die haben sich... Es haben sich mehrere aufgemacht, um diese vier Trolle zu besiegen. So, was haben wir hier? Okay, wir können einmal auf alle Fälle speichern. Und dann gehen wir weiter hoch. So weit kann es ja gar nicht mehr sein, oder? Ich bin auch gespannt, ob wir hier so eine Art Shenlong sehen werden. Weil wir ja auf dem Weg zu den Drachen sind. Baumgecko. Das könnte ich mir aber gut vorstellen, ne? Dass wir so eine Art Drachen sehen. Weil, wie gesagt, wir sollen ja auf alle Fälle zum Drachen hin und sollen das Amulett holen, was die Zauberkraft von diesen einen Typen da kontrolliert oder unterdrückt. Und das wäre schon ganz gut, ne? Aber wir schauen mal. Sehen wir uns, was uns hier noch bevorsteht. Mal sehen auch, wie lange das Spiel noch geht. Muss man ja auch mal schauen. Das kann ja sein. Ah, guck mal, siehst du, wenn man hinter die kommt,
kann man das Siegel sofort abreißen und der Gegner sofort tot. Das ist natürlich auch sehr geil. So, hier haben wir... Oh, guck mal, da hinten waren wir überall schon. Auch sehr gute Weitsicht, ja, muss man sagen. Okay, das ist jetzt, weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich... Da oben, da haben wir es schon. Das ist meistens immer so, ja. Also wenn man irgendwo Steine hat, entweder sind Gegner dort in dem Spiel irgendwo vorhanden oder wir müssen irgendwelche Truhen oder Kisten abschießen, damit wir halt so eine Erdgötter bekommen. Das ist öfter schon vorgekommen in diesen Spielen. Ist auch nicht schlimm, sage ich mal, so. Ah, hier, guck mal, hier ist schon eine kleine Anlehnung an irgendeinen Drachen. Das sieht schon sehr danach aus, aber mal schauen. Ein bisschen ist es ja noch. Da oben ist der Palast. Dann schauen wir mal. War auf alle Fälle sehr cool designt. Ne? Also diese... Ist zwar jetzt nicht so oberkrass designt, also mit vielen Inhalten. Aber ich sage mal, es ist schon gar nicht so schlecht. Ah, guck mal, die blauen bewegen sich jetzt. Die gelben sind ganz normale. Ja, okay, das, ich wollte eigentlich noch rüberspringen, aber... Naja, der blaue ist zurückgegangen. So, hier, einmal bang. Wow, okay, diesmal lassen wir es. Haha, so. So, hier sind zwei blaue, oder drei, oh, vier blaue sogar. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Aha, siehst du, man darf nicht zu lange. Man darf da nicht zu lange drauf bleiben. Okay, lol. Okay. Das war ein bisschen zu aggro. Das war ein bisschen zu aggressiv. Also, nächstes Mal, Karasu, einfach ein bisschen chilliger bleiben. Du musst auch mal ja, die innere Mitte finden. Du musst dein Chi besser kontrollieren. Und du musst ruhiger werden. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die innere Mitte. Oder die innere Runterfallmethode. Also, ihr müsst bedenken, das sollt ihr nicht machen. Ja? Also, ich wollte jetzt euch nochmal zweimal demonstrieren, wie man es nicht machen soll. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man es machen könnte. Oder auch nicht. Halleluja. Also, jetzt, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Jetzt wird es langsam lächerlich. So, jetzt aber, komm. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, es sind ein paar Ebenen, die sich bewegen. Also kann doch nicht so schwer sein. So. Wäre doch gelacht. So, hier ist aber nichts, oder? Nee. Gut, dann ab zum nächsten Felsen. Also das war jetzt ein bisschen albern. Probleme. Echt? Na, weil es so hoch ist, ne? Die Luft ist ganz schön dünn hier oben. So. Okay, nichts vorhanden. Hätte er so... Ah, guck mal, da. Da, 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 da. Oh, nicht schlecht. Ne, ich weiß. Ich weiß. Das ist gut, ne? So viele Erdgötter, das ist schon nice. Oh. Hier ist ein bisschen Gefahr im Vollzug. Vielleicht kommen wir da rum. Hier war nichts. Hier war nichts. Alles gut. Okay. Hat uns gesehen. Hier ist keiner. Ja, das ist ja dieser Kacker, ne? Wo bleibst du mal stehen, oder was? Stehen bleiben. So. Und ich glaube, man kann es gar nicht beim ersten Mal schaffen. Ich glaube, man muss wirklich... Man muss ihn, glaube ich, zweimal machen. Das erste ist vorbei. Das ist okay, das hat uns natürlich voll erwischt.
Sag mal! Oh, er lässt mich nicht raus. Er lässt mich nicht raus. Oh, 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 lol. Er lässt mich nicht raus. Oh, komm. Haben wir ihn? Ah, jetzt haben wir ihn. Gut, also wie gesagt, man kann es nicht öffnen. Man kann es nicht gleich direkt. Nein, ich springe auch noch ab. Ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Okay, jetzt ist er down. Ohne dieses Siegel. Also es geht auch so. Es geht auch so, aber trotzdem. Das war jetzt natürlich nicht mein Plan, ja. Also es war nicht das, was ich verfolgen wollte. Warte mal, kann man das anwerfen? Das müsste ja theoretisch funktionieren, oder? Wenn das Siegel vielleicht anschmeißt. Ach, guck mal. Und dann kann man es abreißen, oder? Ah, nee. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Man kann es anwerfen, dann ist es kurz betäubt und dann kann man schnell hinrennen und dann kann man den kaputt machen. So. Ha, siehst du? Haha. Also das gut. War's. Lass uns aufbrechen. Jo, jo, sei mal ruhig. Ruhig, Brauner, ruhig. So, irgendein Talisman haben wir auf alle Fälle bekommen. So, und da ist auch schon der Palast. Also wir haben noch eine Tafel vor uns, aber dann kommt auch schon der Palast. Golderz. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. So, mal umschauen. Also bevor wir hier natürlich in die Tafel reingehen, schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um. Guck mal, hier ist noch ein Erdgott. Das gibt sich ganz gut. Dann können wir wesentlich noch die Magie und nochmal aufstocken. Wie gesagt, wir haben ja einige Magiepunkte am Start. Wir haben auch, glaube ich... Was ist das eigentlich? Achso, ärgert den Feind. Achso, das ist mit dem Feuer gewesen. Aber hier ist nicht mit dem... Mit dem Stab, ne? Hatten wir nicht auch letztes Mal den Zauber entwickelt mit dem Stab? Hier war so ein bisschen. Oder das war irgendwie im anderen Spiel. Nee. So, da haben wir noch ein bisschen Schisspilz. Schicht. Schicht. Nicht Schiss. Sondern Schicht. Der berühmte Schichtpilz. So, Einsperren von Hundun. Der weiße Held Shung Wang und Kang Long arbeiten sich in eine nach anderen durch die vier hindurch, bis nur Hundun übrig war. Geschickt lockten sie ihn in das Palast von Ching Kung Kyu, wo Shung Wang den geheimen Schatz nutzte, um Hundun die Magierobe zu nehmen. Hundun wollte fliehen. Die Palastwache von Qing Chung machte sich bereit, während Chung Wang, Kong Long und unzählige Talisman-Soldaten den Feind angriffen. Nach einer langen Schlacht erstach der König Hundun mit einem Speer aus Kalongs Klaue und sperrte Hundun weg. Die Namen sind der Hammer. Also wirklich. Aber hier sehen wir es ja nochmal. Junge, Drachen! Ja, ich wusste, dass Hundun weggesperrt worden war, aber nicht, dass Drachen das getan hatten. Ah, wissen Sie deshalb vom hängenden Tempel? Ha, nicht nur die Drachen. Hä? Sollte hier irgendwo erwähnt sein. Die vier Unheilkarte. Der weise König Shung Wang konnte drei von ihnen mithilfe des Drachenmacht besiegen. Er musste jedoch viel opfern. Den letzten Troll Hundun sperrte er weg. Aber Kang Long oder Shung Long oder wie es hieß, erinnert natürlich wirklich an Shenlong, ne? Also wenn man das mal so vom Namen her, würde es ja fast passen, sag ich mal. Auch vom Design her vom Drachen, ne? Aber die chinesischen Drachen sehen fast alle immer so aus, ne? Die sehen immer so aus. Kann man jetzt nicht machen. Was ist das hier? Da glänzt was.